Was geht ab, liebe Freunde? Es gibt wieder neuen Destiny 2 Shit für euch. Und zwar geht es heute um den Gesucht-Beutezug Grabflutbeschwörer. Woher ihr den Beutezug bekommt, wo ihr hinreisen müsst und was ihr tun müsst, um eure mächtige Belohnung, euer mächtiges Engramm abholen zu können, werdet ihr jetzt hier in den kurzen und knappen, aber kleinen und feinen Videoguide sehen. Zunächst müsst ihr euch auf dem Weg in die Wirrbucht zu Spider in sein Auerversteck machen und dort den Beutezug annehmen. Nachdem ihr den Beutezug von Spider angenommen habt, erscheint auch zugleich ein neues Abenteuer. Nun macht ihr den Navigator auf und reist zu dem Planeten Titan. Seid ihr auf Titan angekommen, dreht ihr euch einmal direkt um und springt runter. Schon seht ihr da die Fahne mit dem Abenteuer, was ihr starten müsst. Nun begibt ihr euch daneben in den verlorenen Sektor, cleart den gleich mal und müsst euch um den fetten Oger kümmern. Das Hauptziel des Beutezugs ist natürlich die Hexe, nur sie ist umgeben von einem Schutzschild, was so lange aktiv ist, solange der Oger lebt. Das heißt für euch, ihr müsst euch erst um den Oger kümmern und danach könnt ihr euch der alten Slut, die Hexe, da widmen. Habt ihr die Hexe niedergemetzelt, könnt ihr direkt ins Inventar gehen, auf den Beutezug und euch eure mächtige Ausrüstung bzw. euer mächtiges Engramm abholen. Ja, Freunde, ich hoffe, der Beutezug hat sich für euch gelohnt und ihr habt was Schönes bekommen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank, euer Stefan. Ciao, ciao.